Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zu einem Brief. Vielleicht sollen wir den ausliefern. Natürlich halten wir Ohren und Augen offen. Vielleicht finden wir ja nochmal jemanden, der in Not ist und der uns dafür, dass wir ihm helfen, dann seine Kutsche schenkt. Nur die Kutsche will mir nicht aus dem Kopf. Die war bestimmt richtig wertvoll. Das war vielleicht die einmalige Möglichkeit, hier an Geld zu kommen. Damit hätte sich vielleicht alles für uns erledigt. Oh, da vorne sind ganz schön viele Lichter. In der Ferne. Vielleicht war es ein Waldbrand. Ich höre einen Zug. Ich hoffe, die Kinoansicht weiß, was das heißt. Nicht, dass wir gleich in den Zug reiten aus Versehen. Oh, wir reiten automatisch. Wir gucken nur zu. Ah, da ist der Zug. Okay. Schön beleuchtet. Oh, da bin ich aber mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Der Zug war schneller als wir. Sean haben wir befreit. Sean haben wir in der letzten Folge befreit. Und dafür gibt es jetzt irgendeinen Brief. Oh, vielleicht die Wertbriefe, die Wertpapiere. Vielleicht werden die jetzt vertickt. Das wäre aber schön. Eine wunderschöne Landschaft hier. Ja, ich muss schon sagen, das ist echt beeindruckend. Auch so mit dem Nebel, dem Wetter im Allgemeinen. Die ganzen Pflanzen und Tiere. Schöner Sound. Sehr entspannend. So eine Kutsche ist uns da durch die Finger gegangen, letztens. Da kommen wir wahrscheinlich unser Leben nicht mehr drüber weg. Oh, oh, oh. Ah. Wir finden bestimmt noch andere schöne Sachen. Ja, vielleicht schenkt uns mal jemand seinen Zug. Und den können wir dann verkaufen. Wird ein bisschen schwierig werden, den Zug dann zum Hehler zu bringen. Ja, wir hätten erst zum Hehler reiten sollen mit den 4 PS hatten wir da. Aber wenn jemand in Not ist, dann müssen wir doch helfen. Singt unser Arthur da etwa? Vorsicht!
Ich frage mich, ob wir irgendwann auch ein Haus bauen können hier. Wundern würde es mich nicht. Ich hoffe, das war kein Wolf. Na, die sind, glaube ich, nur nachts unterwegs. Ich habe so den Eindruck, dass Wölfe, Pumas und so weiter, dass die angelockt werden, wenn wir irgendwelche toten Tiere auf dem Pferd haben. Ach, hier geht's hin? Ja, perfekt. So viele Pferde. Das ist aber schon unser Lager, oder? Okay, wir haben auch was für dich. Lecker Keks. Prima. We're back home now. So everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye Maguire's back. Arthur! Oh, Arthur! Do you seem in a good mood? I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Gray? I'm sure you will. Mr. Maguire is back. So come on. Let's have ourselves a party. Uh-oh, here comes trouble. I just can't get rid of you, can I? Mind if I join you fine folks? I suppose. You're looking lovely as ever, if I may say so. Oh, stop it. Imagine riding with him all the way from Blackwater to here. Ich kann niemanden grüßen. Ah, Bier. Okay. Ich wollte vor einigen Folgen sagen, wie innovativ hier dieser Hühnerstall, der fahrbare, wenn die Hühner da reingehen und da drin wohnen und alle drin sind, dann kann man umziehen mit dem Ding. Das ist ganz schön praktisch. Innovativ, meine ich. You all right? Yeah, it's good to have him back. Let's see if we're still saying that in a day or two. How are you doing, Mrs. Adler? Not really in the party mood. I understand. Ich nehme mir ein Bier. Warum sind hier überall so Flugblätter verteilt? Oh, gut, das war's mit der Musik. And if you can tell the difference between a sheep and a sheep and a man, then that makes you a better man than me, sir. And that's all I'm saying. Mark my words, all of you, mark my words. Stupid army. Sheep. Oh Mann, ihr seid ja richtig gut drauf hier. Wir gehen mal weiter. Danke, dass ich dabei sein durfte. Cool, bin
too long. You're always ready to let loose. Oh, wir haben kein Buch mehr hier. Und spenden können wir auch nicht. I hadn't noticed. And can you blame her? Delusions of you. Mr. Morgan. Morgan. Reverend. Alles in Ordnung? Hallo. 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 What do you want? I'm not quite sure. Oh. This keeps happening. Nur immer mit der Ruhe, genieß erstmal die Feier. Sean will make your life hell when he finds out you're an O'Driscoll. Oh, great. Just be grateful you're alive. So. Arthur? Wie war das denn mit dem Brief? Was sagt unsere Karte? Da war doch ein Brief. Wir hatten doch eine Aufgabe hier. Kopfgeldjagd? In Valentine? Aha. Können wir ja schon mal markieren. Das sieht so weit aus, das ist gar nicht so weit. Will you dance with me, Arthur? Na klar, tanzen wir. Sure. Answer. See, Arthur, it's okay to dance. Doesn't mean we won't stop thinking you're angry and sad. What you think of me? Sad in a good way, like a romantic poet. Well, that's about all I can muster. Look at me. Naja, wir tanzen. Hey, was qualmt in der Ferne? Da sind doch gleich zwei Feuer nebeneinander. Okay. Well, thank you, Mr. Morgan. My dear. Well, thank you, sir. Thank you again for the dance, Miss Gaskell. Anytime. You're better than I thought you'd be. Oh, try and take that as a compliment. Suddenly you seem much better, Marston. Don't feel too sudden to me. Just when the drinks come out. Haben wir denn genug Geld, um hier so eine Riesenparty zu machen? Und wo sind die Luftschlangen? Hmm.
Hast du Husten? How you keeping, old man? You know. Been better. We have had quite the ride, huh? Oh, yeah. Quite the ride. They ain't strung us yet. No. Maybe they never will. They won't. I'm gonna get us out of this one. We have been stuck before. A classic Sean McGuire speech. Yes, he's definitely back. We needed a reason to celebrate. You okay, Chili? Yes, just relaxing. So good to have Sean back. Yeah, well, you say that now. Look after your boy tonight. Nanu? Lacht ihr mich aus? Das sounds like we're in a Parisian chorus. I'm fine. I'm feeling a little, you know. I always wanted a boa. A fancy boa I could dance with. That's all I want. If I had a boa, I'd be a happy woman. I'd be a lady. I'd finally be a lady. You make a great lady. I think I'm gonna be a little bit ill. Oh, hoppla. Ein feuchtes Bäuerchen. Das war wohl zu viel des Guten. Nur, das geht nachher schon wieder gut. Na, darf ich mal gucken, was du gegessen hast, so alles? Jetzt ist sie sauer. Ja, das kenne ich. Habe ich schon oft erlebt, sowas. Dass die Leute dann sauer sind danach. Muss aber nicht sein. Hey, dich haben wir noch gar nicht begrüßt. Hallo, ihr Wohn. Arthur Morgan. Die Drinks sind auf mir. Sie sind immer, wenn du nicht buying. Hältst du den Baum fest? Der kippt nicht um. Anyway, I won't disturb you. All righty. Na, wer weiß, vielleicht kippt er doch. Wie es aussieht, können wir hier gar nicht mehr viel machen, oder? Na, dann setze ich mich mal bei euch hier hin. This could be a late one, Miss Gaskell. Hello. Oh, you boys have fun. Sean seems to be just getting started. Well, I should get back to it. All right, Arthur. Oh, da geht's ja schon wieder besser. Ah, sie war nur sauer, weil sie ihre Flasche verloren hat. Vielleicht, weil sie leer war. War zu leicht, ist dir aus der Hand gefallen plötzlich. Mr. Matthews? Looks like this could be a late one. Oh, I reckon. Can I get you anything? A drink? I'm fine. Well, you let us know. Ja, die sitzt hier mal ganz alleine. Okay, I'll catch you later then. If you say so. Ja, vielleicht sollen wir uns abschießen, ist das der Trick? Auf Ex.
Da hat sich schon jemand abgeschossen. Cheer up, Abigail. It's a party. Okay, I'll try, Arthur. Well, I think some of those boys are just getting started. All right, well, I should be getting on. Take care, Arthur. Hey, seid ihr tot? Ah, ich glaube, die schlafen nur und überleben. Funny thing is, John. The funny thing is, when I said I'm not the marrying kind, people had to kill me and feed me to their pigs. Well, I ran away and, well, I spent weeks in the jungle. Gorging off giant cockroaches. Oh, God. True story. I promise you. Na schön. Immer wenn wir uns hier hinsetzen, wird so still hier. Am Ende der Folge sind wir übrigens. Dann gucken wir eben in der nächsten Folge in Valentine vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!